Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute gibt es ein kleines Video außer der Reihe. Wie Sie sehen, ohne technischen Aufwand, schnell mit dem Handy gefilmt. Das hat zwei Gründe. Zum einen bin ich nach der letzten Einheit gefragt worden, wie die Prüfung genau ablaufen wird am Ende des Semesters. Und zum anderen habe ich es versäumt, eine Wiederholungsfrage zu stellen, was ich eigentlich in Zukunft tun möchte. Für diesmal möchte ich statt einer Wiederholungsfrage eine Frage zur Vorbereitung auf die nächste Vorlesungseinheit stellen und das verbinden mit ein paar Hinweisen zur Klausur am Ende. Die Klausur wird, wie schon angekündigt, eine Digestenexegese sein. Das heißt, Sie werden sich mit einem Quellentext des römischen Rechts beschäftigen und dazu etwas schreiben müssen. Das wird so sein, dass Sie das dazu Hilfsmittel verwenden können, weil das eine E-Klausur ist, die Sie von zu Hause aus schreiben und dann über das Internet hochladen. Es wird aber nicht gehen, ohne dass Sie dieser Vorlesung gefolgt sind und etwas Wissen schon haben und etwas Vorverständnis mitbringen. Bei der Digestenexegese geht es im Wesentlichen um drei Fragen, nämlich erstens um die Frage, was ist der Kontext der Quelle? Da insbesondere brauchen Sie etwas historisches Wissen, das können Sie vielleicht ergoogeln. Sie werden da aber nicht das Richtige finden, wenn Sie keine Ahnung haben. Zweitens, was steht in der Quelle drin, was besagt sie? Und drittens, gibt es in der Regel einen Ausblick auf das heutige Recht. Ich möchte Sie gerne bitten, das mal zu üben anhand des Quellenblattes für die nächste Vorlesungsstunde zum Zwölftafelrecht, das ich schon hochgeladen habe. Das sind mehrere lange Texte. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie sich nur auf Tafel 8, Paragraph 9 dieses langen Quellenblatts konzentrieren, also in der dritten Quelle, den Auszügen aus dem Zwölftafelgesetz selber, Tafel 8, Paragraph 9. Schauen Sie sich diese Regelung mal an. Überlegen Sie zuerst mal, was Sie über den historischen Kontext sagen können. Dazu haben Sie schon ein bisschen was im Video von der letzten Stunde gehört. Ein bisschen was können Sie aus den Quellen Nummer 1 und 2 entnehmen. Sie dürfen auch gerne schon ein bisschen googeln. Ich werde das dann mit Ihnen besprechen im Vorlesungsvideo für den nächsten Mittwoch. Fragen Sie sich dann, was bedeutet diese Regelung? Auch dazu haben Sie Hinweise schon in der letzten Vorlesungsstunde. Sie sehen vielleicht gleich, da kommen diese berühmten Worte Saka Esto wieder vor. Sie könnten sich also nochmal fragen, was soll das in diesem Kontext eigentlich heißen? Und Sie sollten sich auch fragen, was ist eigentlich hier der Tatbestand, für den diese Sakertät als Rechtsfolge angeordnet wird? Und letztlich sollten Sie sich fragen, ob Sie irgendeinen Bezug zum modernen Recht oder zur Gegenwart oder vielleicht zur neueren Rechtsgeschichte finden können. Also schauen Sie sich das Ganze schon mal an, beschäftigen Sie sich schon ein bisschen mit diesem berühmten Zwölftafelgesetz, überlegen Sie sich, was Sie vielleicht dazu lesen oder im Internet finden können, dann haben Sie eine gute Vorbereitung auf die nächste Stunde und wir können dann noch etwas genauer besprechen, wie so eine Klausur ablaufen kann. Für heute vielen Dank und ein schönes Wochenende.